Wechsel mal auf den Controller. So, was geht, was geht, was geht? Wir sind ja da mit Dying Light, der vierte Teil mittlerweile, wa? Wie ihr seht, ich habe ein anderes Licht, ein Ringlicht jetzt so. Das leuchtet natürlich mich besser aus. Das Bild finde ich auch besser aus. Und ja, jetzt mache ich hier noch meine Drops. Hier Jamil, mit der im Schrank war, ich verstehe. Dying. Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen die Kontrolle zu wahren, aber. Ich mach jetzt Pause, die Musik schon wieder, das war schon wieder, sind sie gleich Wettergang ist. 4, 6, 7, okay. 2, 4, 6, 7, 8. So. Und die letzten drei noch. 2. Und 1. Perfekt. So, unseren legendären Insta-Drop. So, Streaming. Story. Okay. Hat auch geladen. Perfekt. Achso, ja, hier ist auch der Sound, glaube ich, aus am Laptop. War nicht, dass wir jetzt hier. Ja, Speaker sind aus. Sehr gut. Los geht's. Wir brauchen Antizin und zwar sofort. Ich hab mir zwei Kisten versprochen, Bracken. Warte mal zwei. Kurz. Ach, extra lieber habe ich. Schon ehrlich. Schon gut. Dachte schon. Beeil dich bloß. Bitte. Ich war ganz entspannt, Rudi. Über das Dach kam ich raus, glaube ich, oder? Ja. Ja. Excalibur hat zwar ein paar Dellen drin, aber. Wo wollen wir denn jetzt hin? Müssen wir das mal raus? Ja, was ist das hier? Werden Sie Fallons Menge Tasche? Ist das der Turm? Könnte gut sein. Da muss ich ja eh vorbei. Was ist das hier? Pinnwand, okay. Starten Sie das nötig im Schwammwerk. Das ist am nächsten Radar, denke ich. Gehen wir da erstmal hin. So, zack. Das Licht gefällt mir. Also, es blendet auch nicht so wie das alte. Das alte muss schon mit dem Turm abhängen. Das hier, man sieht mich gut, finde ich. Ja, irgendwie so, es macht nicht genug, es macht gut Schaden, aber könnte mehr sein. Vier Schläge oder was? Ist der tot? Guck mal, fünf. Ja, der also. Hier, also. Es ist ein bisschen, es dauert ein bisschen zu lange. Aber gut, machen wir einfach die Mission weiter, dann kriegen wir schon stärkere Waffen. Von selbst. Nägel und Metallteile. Da oben ist jemand. Hallo! Hi, ich bin Richie. Richie Vanderkamp.
Ich bin nicht von hier, aber das sieht man ja wohl, oder? Versteh mich nicht falsch, ich will mir kein Urteil erlauben. Ich besitze eine PR-Firma. Diesen Fehler würde ich nie begehen. Im besten Licht, so heißt mein Unternehmen. Wir haben uns um die PR für die Haran-Spiele gekümmert. Fernsehspots, Plakate, Radio. Wir haben das ganz groß rausgebracht. Slots zur besten Sendezeit in allen wichtigen Märkten und drei Stundenblöcke auf ESPN. Primetime. Wie ich dem Premierminister sagte, bald ist Tehran überall bekannt. Tja, bekannt ist Tehran nun wirklich. Was für ein Mist. Wie soll ich das wieder hinbiegen? Eine Katastrophe. Kommt ins Zombieland, wo eure Familie lebendig gefressen wird? Das lässt sich nicht schönreden. Oder vielleicht doch. Ja, wir können das hinkriegen. Dazu wäre eine große Kampagne nötig. Und zwar richtig mega. Aber das ist mein Job. Das ist zu viel? Im besten Licht ja auch bekannt. Ich das ist so geil, oder? Ja, ich will zu meinen Leuten. Nee, eins mehr. Slum gesockt. Okay, jetzt hat er mich vollgepappt und jetzt ist gut. Scheinbar. Oh. Jetzt ist ja noch ein schöner Heat an. Ich habe das nicht zu ändern. Es gibt das rötlich oder blau, aber. Ach. So. Nee. Ja. Yeah. Okay. Warte mal. Ich ahne da schon wieder hier was. Nee, nach rechts. Perfekt. Du hast gedacht, dass die Monster drin sind. Die Musik nervt mich richtig, gefällt mir gar nicht. Was soll das? Gut, Alfie. Eins ist noch übrig. Das letzte da unten. Ist da der Turm jetzt? Warte mal. Ja, okay. Finden Sie Salims Haus, da machen wir diese Mission. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier rüberkomme. Ist das vielleicht langsam dunkel, wa? Naja, okay. Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Mal wieder. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Marktes verschwunden. Boah. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht hier zurück. An alle Kuriere. Hier spricht Jade. Gebt Gas, Leute. Die Nacht bricht an. Ich hoffe. Mann, dieses Kabel hier hat sich festgehangen. Ey, das ist aber auch manchmal. Ich stehe schon wieder mit dem Stuhl da drauf, oder? Nee. Ich hab Stuhl verfangen, ey. Das muss ich mir mal einfallen lassen, ja. Digga. Ich bin da runtergeslidet, auf entspannt. Und sterbe. Was soll das? Hallo. Okay, bitte noch mit. Das kann ich ja verkaufen. Weg. Ach komm hier, verkaufen. Wertgegenstände verkaufen. Excalibur. Ach so, warte mal, ich mache keinen Schaden, weil das Ding ist durch. Deswegen. Ah, so. Bis die Dunkelheit warten, dann machen wir mal bis zum Tag. Ja, und dann muss ich mir. Ja, dann ist es wirklich nur 7 Schläge gewesen, zumindest. Wo bin ich denn jetzt hier da?
Okay. Gucken von fern. Ich muss mich nicht wundern, dass die Waffe hier keinen Schaden macht. Boah, Digga. Da geht's lang. Diese Runner-Herausforderungen habe ich gar keinen Bock drauf, ja, die waren schon schwer, du musst dir die Strecke eigentlich richtig gut merken. Weg da. Das ist Abkürzung. Aua. Mann, fuck you! Ey, Mann, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Oh, es ist so nervig. Wenn ich entspannt durchlaufen kann. Jetzt muss ich nochmal hier. Und nur eine Reparaturkit sehe ich auch. Unten rechts, der Hammer. Und auch noch aufpassen, wo ich das nutze. Klar für Excalibur vielleicht, aber wenn die Waffe danach ziemlich schnell kaputt geht. Nein, fuck you! Upsali! Uiuiui! Bin ich durch. Und hier slide ich nicht nochmal runter. Wieder mache ich nicht nochmal. Jetzt ist Salim. Hätte man Days Gone spielen können, vielleicht nochmal. Habe ich auch nie durchgespielt. Okay. Ja, weil das war ein bisschen schwierig, das Spiel mit der Munition und so. Mal sehen, vielleicht kann man das nochmal in Angriff nehmen. Sehr schwer sogar. Ja, okay. Aber sehr schwer. Aber egal, ich mach's einfach. Ich versuch's zumindest. Ja, weil ich mal die richtige Stelle gefunden bis jetzt. Okay, scheiß drauf. Jetzt kein Bock hier ewig dran zu spielen, meine Dinger zu verballern und alles. Die Tür vielleicht? Salim! Salim, lass uns reden! Howard, ich bin bewaffnet, also verzieh dich besser. Aber Dali! Du musst Aida laufen lassen! Meinst du dieses dumme Weib? Sie ist tot. Sie war infiziert, ich musste sie töten. Ihre Tochter sagt, du hast Antizin. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich gehe hier nicht weg ohne... Ach ja? Du hast also Lust auf eine Party? Dann brauchen wir noch ein paar Gäste. Super. Was für ein Idiot, Alter. Nehmen Sie Infizierten, okay. Meine Güte, Digga.
wo kommen wir jetzt hoch? Hier? Da ist einer. Ups. So, wir rotzen die einfach alle nacheinander weg. So. Töten Sie Salim. Digga, was ist zu von mir, Alter? Lappen. Ah ja. Eine versteckte Dings, oder? Ah, eine Falltür. Okay, guck ich mir gleich an. Ist sonst noch was Schönes? Ah ja, ich könnte einen Schlotz knacken. Perfekt. Das hat doch mal endlich mal gut geklappt. Kosmetika. Perfekt. Ja, bisschen Geld. Oh, da ist Blut. Da was gehört. Ah, hallo. Ach Gott, was hat er dir angetan? Ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist frei. Jasmina, meine Tochter. Sie ist im Dorf und wohlauf. Wo nimm, sagst du? Er. Danke, dass du so gütig warst. So bin ich. Ich dachte, so etwas gäbe es nicht mehr. Doch, doch. Lernen Sie, wie man den Kampf einsetzt. Oh. Fernseher, bessere Töpfe, einfach mal mit. Ich hab auch. Das ist doch was Gutes hier. Mit dem Excalibur auf jeden Fall. Okay. Jo, wo gehen wir denn jetzt hin? Schon hier. Da oben ist noch eine Hütte, die haben wir noch nicht. Dann müssen wir auch noch hin, dann machen wir das einfach wie die Hütte, die wir kennen. Du bist dann eigentlich in dem Loot rumliegen, wa? Ja. Perfekt, wir müssen nur aufsammeln. Naja, das können wir ja mal mitnehmen hier. Ist da mehr? Da ist ja noch was, Alter. Krass. Okay. Eigentlich ist es ja nicht so groß hier, deswegen lässt er natürlich alles zu strecken. Auf der Karte sieht das glaube ich einfach nur groß aus. Und hier können wir ruhig nochmal reinschauen. Guck mal hier. Eine Zombie-Figur. Okay, andere Seite vielleicht. Ich gehe jetzt weiter. Was soll ich den überprüfen? Fäuste, den kann ich doch gerade da kaufen für teuer Geld, wa? Ja, hier drin ist ja einer. Ja, gut. Nee. So. Klappt immer besser. Das Knackeln, das Knacken. Oh, eine Basie. Komposit. Okay, gut. Weiter geht die Reise. Aua, 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 aua. Alter, wie viel Schaden der macht da mit seiner Scheiße?
Hallo Jungs. Du hast uns das Leben gerettet. Hier. Danke. Wir sind schon da, wa? Ah ne, hier geht's nicht hoch. Wo soll ich denn da hin? Ah ja, hier, schau mal, hier ist ein Eingang. Kreis. Vielleicht gibt's hier was Cooles. Spüldose, eine Tasche. Nehmen wir mit. Sieht alles schon so geplündert aus. Naja, ausgezählt. Ist schon mal ganz gut dann. Vielleicht von oben? Ne. Also eine Kiste. Batterien. Batterien sind nämlich ganz gut. Aber wichtig habe ich schon gesehen. Da sind einige Verbesserungen. Hier kann ich irgendwie rauf, aber es bringt mir nichts. Okay. Auch nicht, auch nicht. Eine Schnur. Was ist das? Ich kann ja hochklettern, aber bringt mir das was? Ne. So. Ja, viele. Oh! Hat er gesessen? Achso, ja, das war's. Muss ja was Licht aktivieren, wa? Ja, perfekt. Wo geht's denn hier hin? Irgendwo. Ja, keine Ahnung. So, dann gehen wir jetzt dahin. Das ist auch die, da gibt's auch, wo ist denn dieses Paket? Oh, ich kann das Paket gleich mal holen, wir sehen, was ich dafür kriege. Ob sich das auch, ob sich das vielleicht lohnt. Ja, eigentlich schon cool, wa? Excalibur ist kaputt. Eine mit der Pistole, mal sehen. Ob ich damit aufräumen muss. Todesstoß? Man zieht wenigstens keine weiteren an. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist das Paket, wa? Ja, ich krieg auch so das Anti-Ziehen. Fackeln? Okay. Katastrophen? Ach, ist auch ein Katastrophen-Paket? Ja, als wenn ich diese blauen besiege. Naja, okay. Aber ich muss auf jeden Fall mal hier die Waffen ändern. Ja, ich brauch mal den. Statt gute Nacht nehme ich hier die Sichel. Schadenhände, oh, Haltbarkeit, Mann. Okay.
habe so viele Pakete schon für den Typen da. Da gibt es sicherlich gut Punkte, vielleicht sogar ein Level dadurch. Wir laufen jetzt hier rum am besten. Links ist besser. Achso, ja. So ein Haken. Immer gibt es auch so einen Haken, was ich da gelesen hatte bei diesem Running Challenge. Dann kannst du dich halt überall hochziehen. Das ist vielleicht ganz geil, wenn das auch in Bergen klappt oder so. Ah ja, schau mal, hier ist die Antenne. Oh, und ich schiebe wieder da hochklettern, ey. Naja. Was willst du machen? Da ist ein Vorsprung, okay. So komme ich zumindest da rein in den Schuppen. Aber warte mal, hier war ich ja schon. Ah, perfekt, da muss ich nicht aber hin. War noch ein zweites, glaube ich, wa? Ja, schau mal, da ist noch ein zweiter. Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Oh yes! Noch nicht, einen Moment. Ein Umschlag. Aber was ich habe, ist ein Sturmgewehr, Freunde. Was ist das denn? Jawohl! Funktionieren wir noch ganz gut dafür, aber okay. Ah ja, da ist ja schon ein Umschlag. Okay, ich hab ihn. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Du wirst hier noch zum Helden. Achso, ich dachte, ich kann jetzt hier noch mehr finden. Ah, vielleicht ein Umdrehen habe ich jetzt nicht so Bock. Komm mal her! Hier auf der Antenne! Kannst du mich sehen? Hier oben! Ich brauche deine Hilfe! Aber geht's denn jetzt in den Rhein oder nicht? Nein, mir nicht so richtig, ja? Das ist eigentlich so ein Zufluchtsort. Oh, hier, der will was von mir. Was ist das hier? Ja, Schützen. Geradezu. Gucken wir uns mal schnell an. Da, Schützen, schau mal. Hallo? Wer bist du? Nick Pesto! Ich bin Amerikaner! Ich bin Amerikaner. Oh! Ah! So. Medikit! Okay, Nick. Dann schaffen wir dich mal hier weg. Jawohl! Oh! Nick Pesto ist wieder im Spiel. Ne, oder? Also, bevor wir zum Turm gehen, muss ich noch ein paar Sachen einsammeln. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Dann haben wir auch keine Zeit, um zu diskutieren. Mir nach. Ja, du geh uns mal mir nach, ja? Ich will nach Sachen zu erledigen. Das muss ich denn, du wusstest nicht, dass ich den eskortieren muss. Da habe ich jetzt nicht so Lust, um ehrlich zu sein. Weil dann würde ich eine andere Sache nebenbei machen, so, wenn ich schon mal vorbeikomme. Und zum Turm muss ich jetzt nicht, erst wenn ich meinen Dienst geholt habe, mein Ego gezogen. Das Indizin heißt es. Wisst was ich meine? Das komische Zeug geholt habe. Antizin, gesagt. So. Grüß Gott. Kannst du mir helfen? Nein, das ist so. Wenn du mich fragst, dein Beschützer scheint dir ganz schön Angst zu machen. Findest du nicht auch? Ja. Der Sohn ist Mitternachtsfreude. Aha. Wollen sie bezahlen? Reis ab. Reis. Okay. Dann, nee, fluoreszierende Pilze, was ist das hier? Toxische Flechte. Meine Pflanze. Und jetzt dahin. Scheiß auf den Typen, kein Bock, den da zu eskortieren. Okay.
waren noch Granaten, stimmt. Die könnte ich auch mal einsetzen. Das Ding war leer, wa? Ne, ist wieder was drin. Aha. Tja, er ist wieder eingesperrt. Ist das. Ja. So, davon gekommen. Okay, hohe Mauern. So, dann müsste es ja fast schon der letzte Punkt sein. Vielleicht kriegt er irgendwas, wenn ich da alle okay, Unterkünfte. Da ist es ja nicht gerade der Publikumsliebling. Machiavelli. Genau, das war ein kluger Kerl. Kampftabu. Ich will wissen, ob wir aus. Mein Alter, für 5 Dollar hier 15 sollen die Haare schmieren. Kasse? Kasse ein bisschen mehr. Hier ist nichts. Ich kann nicht rein. Nur Schmutz, ja. Was soll der Scheiß? Digga, was willst du von mir? Ja? Ja? So. Ist er nicht gestorben, das verstehe ich gar nicht. Ich habe den ja so einen Kopf gehauen. Okay. Machen wir das letzte Versteck jetzt noch hier. Das ist das schon. Auch interessant. Kann ich mich hier hochziehen? Nee. Boah! Auf die Mauer, so. Und dann schieße ich da einfach nur auf seinen fucking Behälter hier, wa? Oh fuck, man. Das war wirklich dumm von mir gerade. Schon clevere Züge gemacht. Aber. Achso, warte, ich bin. Ich bin in der Nähe. Was hast du denn schönes? Feuerwerks. Ja, nehmen wir mit. Was war. Was haben sich jetzt so. Ja. Wertgegenstände verkaufen? Okay, ich glaube, das ist natürlich sehr nice. Okay. Nicht wieder da hin, ursprünglich da. Das mache ich jetzt auch. Oh,
Aber komm, noch Medikits. Muss ich auch mal neu erstellen danach. Aber hier unten, das habe ich übersehen von. Der Klingernaut. Was kann ich denn hier herstellen? Industrieigel. Schon mal interessiert hier. Medikit, ja, stellen wir mal her. Das hier? Das ist eine Natur oder so halt. Okay. Die Drehchen nehmen wir auch mal ein paar noch mit hier. Schon was, wenn wir schon hier im Herstellungsmenü sind, dann. Und das dann auch einmal. So. Perfekt. Meine Muni ist auch fast leer. Hier habe ich noch ein paar Schuss. Ich weiß nicht, ob die Luke jetzt noch zu ist dann. Ja, ist noch zu. Bin ich jetzt weit genug weg oder nicht? Ist die Frage. Bin ich rauf? Nein. Okay. Oh, 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 oh. Hallo? Ach, scheiß drauf, komm mit, aber. Oh, das hab ich nicht erwartet, dass er so schnell umfällt. Aber dann gewinnst du mit Geld. Zack. Spielerversteck, sehr gut. Okay, dann hab ich das alle eigentlich gemacht. Sieht so aus, oder? In diesem Gebiet hier. Okay. Dann kann ich hier hin, mit Mission Fucking. Oh, da. Den Punkt weg. So. Diese Kräuterwanne. Mitternachtskraut. Okay, noch knapp über ein Magazin. Na, Excalibur lohnt sich ja nicht zu reparieren, einfach. Wenn die Kacke wieder kaputt geht. Lass sie mal. Na, sehr gut jetzt. Komm. Lauf, 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 lauf. Ah ja, hier sind wir richtig. Ich hab doch. Nein! X ist meine Vision, scheiße da. Komm mal her! Musste ich machen, weil die Waffen sind halt so schwach, Digga, das ist ja. Okay, sammeln Sie Mitternachtskrautkräuter. Den kann ich vielleicht so machen. Was ist denn los mit dir, Mann? Hier ist da was. Eine Statue. Ja, wie behalten die denn aus? Ja,
Nein, 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 nein. Dann muss ich hier wirklich bei Nacht hin. Sehen die mich? Nein, aber nicht. Okay, perfekt. Das habe ich. Ich drücke halt immer wie bei. Ich weiß ja nicht, welches Spiel es ist. Vielleicht war das bei Returnal oder so. Jeder weiß, dass man mit Fliegen mehr Fische fängt als mit Honig. Aber wenn die Fische wollen, müssen wir die Westen wieder noch kommen. Also die Fische stehen drauf. Das heißt so, dunkel leuchtet, ne? Wie ihr baut. Zumindest habe ich das mal selber nicht verhalten. Aber ich werde auf das Zeug ein paar Raum mal bis nachts hingehen. Obwohl, ich bleib einfach umbringen und dann komme ich in den Nachtzimmer, ja. So, der Masterplan. Ah, hier, warte, ich habe eine richtige Mail bekommen. Sieh uns wieder. Jetzt müssen wir checken, was die gesagt haben. Zu mir. Okay, Support. Willst du was kaufen? Ich habe rund um die Uhr geöffnet. Okay, das ist nicht die Antwort, die ich wollte. Kann ich auch schlafen? Ja. Jetzt kann ich das machen, okay. Das ist noch so ein Nachtjäger. Ich glaube, ich würde eigentlich mehr laut zu reden. Okay, hier lang. Ich bin gleich da, oder? Ich achte nur auf die großen Zombies. Die kleinen sind ja irgendwie nicht so präsent nachts. Habe ich das Gefühl. Ah, perfekt. Schau mal, ich bin schon da. Bitte lass da kein so ein Jäger sein. Sieht gut aus. Perfekt. Jetzt muss ich nur wieder da zurück. Lebendig. Da ist einer. Da ist ja noch einer. Wenn ich hier außen rumlaufe, dann sieht er mich nicht. Naja, nehmen wir mit. Aber eigentlich, wenn wir auch schon hier sind. Oh, ein Kopftagebuch, ja. Perfekt. Können wir das versuchen zu knacken, ja.
Na, fast. Perfekt. Dachte ich, ob ich perfekt sage hier in der Tasche. Ja. Aha. Hat sich das gelohnt? Geld? Ne, hat sich nicht gelohnt. Okay, einfach nur schnell nach Hause jetzt. Und dann wieder, dass wieder Tag ist. Da links ist einer, aber der kann nicht mal. Hier ist direkt einer, auch lustig. Sicherheitszone, perfekt. Und schlafen. Ach. Ich war unbemerkt. 1700, okay. Dann gehen wir zu Reis. Hat es jetzt ein anderer Shop oder derselbe? Wucht. Mal mit. Verkaufen einfach so. Ich will nur hier irgendwas ausrüsten, wa? Die Sichel. So. Den Hammer halt. Gut, dann bist du Reis und dann muss ich wahrscheinlich in den Turm. Ah, ich habe ein Sturmgewehr schon, ne? Natürlich sehr cool. Bloß da ist zu wenig Munition da. Also, Mann, Digga, ist dein fucking Ernst, du Wichser? Hä? Hä? Was willst du? Was willst du? Was willst du von mir? Ich komme, mein Freund. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Gerne. Danke. Ja, die Punkte lohnen sich ja nicht viel mehr. In den paar Kröten da, naja. Nicht so wichtig. Hier kann ich rüber. Jemand hat sich verkackt, so wie ich. Ja, Jungs, ich will mir mal helfen. Boah. Klappe Kiste. Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Du bist viel verlässlicher als diese Säufer. Reis wartet auf dich. Vielleicht können wir ja mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. Gar kein Bock auf dich. Zeig mal mit, Dave. Sehen Sie das als Schwäche an. Nehmen Sie die ganze Hand, verstanden? Ich gebe dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition und du bist Brot. Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Arena? Ah, der Lakai des Torens. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. 2 Kisten Antizin. Werde ich nicht. Deine Treue zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hündchen. Aber wir hatten einen Deal.
Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Du hast mir 2 Kisten versprochen. Das sind nur 5 Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Ich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... Nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Kryn. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. Oh, jetzt willst du einfach nicht. Ach Mist. Okay. Hier werde ich noch einen Zwischenstopp machen. Das ist nur so scheiß Pinnwand, da ich nicht reinbrenne. Hier unten ist auch noch was. Das haben sie in der Gasis versteckt. Gasi. So, und... So. Anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte, hat uns letzte Woche verlassen. Jeff? Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden, und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben. Du nimmst Jeff. Schnur in der Tasche. Naja. Am Bahnhof, okay. Ach, Mensch, egal. Ja, okay, dann kann ich da gleich auch nochmal hin. Ach, nervt. Sind Sie da? Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Also mach Mama lieber happy. Ja, sie? Ich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du von der Videothek? Nein, ja, ich war nicht. Gazi, wenn ich... Eine Diskussion mit Gazi. Bringt nichts. Haben auch die in der Apotheke gesagt. Dann gehe ich da jetzt erstmal hin und GE kontaktieren. So ein Spinner, Alter. Kann ich hier irgendwie hoch? Und den glaube ich jetzt hier rüber! Bestimmt Filme bringen, Alter. So ein Ding an der Waffe. Ah, hier geht's rüber. Ja, ist irgendwie leider immer viel, viel Rennen. Dann bist du irgendwo 2-3 Minuten und dann rennst du wieder. Also suchst du so eine Truhe und kriegst einfach nichts. Eine Truhe, so ein Ding. Eine Tasche. $18. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? Weg da! Könnten ruhig mal hier ein paar Typen töten, ne?
war das? Oh, Digga. Ah ja, hier oben kann ich wieder den GSE, GRE kontaktieren. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Ace zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Soll ich machen, ne? Ja. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Rais ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen sie nicht für Insubordination, Crane. Machen sie's. Ach, fick dich, du Arsch. Okay, muss jetzt dahin. Scheiß drauf, oder? Helf ich dir? Naja, komm. Kollege! Kannst runterkommen. Gibt's irgendwas? Da, 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 sagen sie, dann noch von seiner Mutter, sagen sie, dann den Charlie. Okay. Da war noch Dings drin, eine kleine, aber ich brauch, denke ich, erstmal nichts. Dach vielleicht, oder wie komme ich hier rein? Was? Schieß auf mich, Digga, du bist tot, verspreche ich dir. Nee, jetzt geht's hier nicht rein, oder was? Ja, vielleicht, ja, mit Sicherheit, ja. Auch nicht. Hä? Mann, Digga, springen. Wer ist Alan? Ja, den Schlagstock nehmen wir mit. Ja, ist okay jetzt. So, wie komme ich jetzt hier rein? Da komme ich ja nicht rein. Da ja, war so ein Fass, aber wenn ich darauf schieße... Keine Ahnung. Dann macht doch die Tür jetzt hier. Hä? Wie komme ich da auch nicht rein? Okay, ich hab glaubt, vielleicht spielt für mich einfach dadurch rein. Und dass er kaputt schießt irgendwie, aber. Aber mir scheint es, als wenn er eigentlich hier wäre, wa? Aber und die Tür nicht auf. Ja,
jetzt habe ich ein Problem. Ob das boah, explodiert und noch mehr Leute anzieht? Ah ja, der, wie komme ich denn jetzt hier rein? Stoppen wir mit. Hier war da. Oh, aua, 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 ach. Hey, hallo Jeff. Das ist der Fort Jefferson-Turm und Sie werden mich mit Kommandant Jeff ansprechen. Kommandant Jeff. Hey, falls Sie die Mission überleben, dürfen Sie als erster Zivile. Heute Abend veranstalten wir eine Untotengrillfest. Ich kann es kaum erwarten. Dann hol ich zuerst die scheiß Pralinen halt oder so, ey. Ist da was? Ne, war nicht. Ah, da oben. Vielleicht kommt mich da zuerst dran oder so. Das kann ja sein, und dann komme ich erst darüber, weil da irgendwas passiert. Bis als sie mit einem Schlag gestorben sind. Egal. So. Ich hasse diese Waffen, die ich habe. Die sind so schrottig, wirklich. So, okay. Kaffee. Noch mehr Kaffee. Kaffee, halber. Gut, Kaffee ist denn hier krank. Ah, ich brauche hier Schokolade, wa? Pralinen. Besondere Pralinen. Wo sind die denn? Hier oben, wa? Vielleicht? Da, schau mal, hab ich. Und jede Menge Kaffee. Ah ja, jetzt kann ich auch raus. Tür abgeschlossen. So, vielleicht krieg ich ja jetzt den Film. Okay, Gassi. Ah, schau mal, da ist so ein Schalter gewesen. Warte mal. Reparier, diese Dreckswaffe werde ich nicht reparieren. Wenn wir zerlegen sollen, dann können wir hier auf den Wehren halten. Schlagstock zerlegen wir auch und das zerlegen wir auch. Wie komme ich hier rein? Ah, hier ist auch eine Tür. Nee, ich hab die Tür jetzt nicht mehr sehen. Wow. Meine Fresse, nicht jetzt! Da. Charlie, CV Charlie. Nee.
Z, L, X, B, D, C. Da. Ah, hier. Na, da warten sie schon auf mich. So, was muss ich jetzt machen? Öffentlichkeit unter der Unterführung. Okay. Ventil im Tunnel. Ich muss ihm irgendwie Filme sagen. Einen Film da geben. Kann ich hier durch den Tunnel? Eigentlich schon, wa? Oh, aber hier, warte, hier sind Polizeiwagen. Hier könnte da was Gutes drin sein. Ja, mich doch nicht immer, Mann! Ja, es ist doch in Ordnung, es reicht. Nerv mich nicht, danke. Fick dich, du auch. Du Arschloch, so. Ich will dann nur dieses scheiß Ding noch machen, Mann. Warte, ich werfe jetzt meine Wurfsterne ausprobieren. So, jetzt zu schnell. Irgendwo hier war das doch nach rechts gedreht, wa? Weiß nicht, das hat sich jetzt, ändert sich jetzt hier immer von. Digga, du blöde Sau, du wirklich, du Arschloch, du Wichser, Penner! Scheiße, endlich. Digga. In dem Brecheisen. Ich fass das nicht, ey. So viel Aufwand für Schmutz. Und hier komme ich gar nicht durch. Boah, wir haben ein paar Nüssen. Geht's hier durch? Nein. Also vollkommen umsonst jetzt hier. Kann nicht sein. So, ich gebe jetzt die Jeb seinen Scheiß noch und dann. Ja, ich glaube, es ging's rum. Über die Brücke, glaube ich, das ging irgendwie, wa? Perfekt. Bringen Sie für meine besondere Schatte von Ihnen zu Gasen. Dann mach was von mir, der flipsch aus. Ich denke nicht. Ist eigentlich, ich meine, ist wahrscheinlich nur eine Nebenquest oder so, also. Wieder runter von der Autobahn. Ist da was? $8. Egal. Oh. Meine Medikit noch. So, mit dem Chip. Ich hab den Film, du Spast. Oh, mal auf in die Tür. Ja? Hier, dein Film und die Pralinen. Oh ja, okay, dann muss ich wohl durchs Dach. Warum? Jetzt haben wir das Versteck über das Dach.
Wollt ihr mich nicht aufmachen oder was? War das jetzt dieser. Boah. Das ist dein Ernst jetzt hier, oder? Das ist jetzt hier. Ich bringe ihn alles, er lässt den Schuppen einfach zu, oder was? Wow. Ich hätte gleich über das Dach hängen sollen müssen. Kann ich hier hochklettern? Nee. Wie komme ich da rauf? Das ist die Frage. Wahrscheinlich so nicht, wa? Nee, das ist so. Aber warte mal, wenn ich jetzt schaffe, hier raufzuspringen auf elegant. Ah, okay, es hat geklappt, es hat geklappt. Dann könnte ich das tatsächlich schaffen darüber. Und dann passiert genau das. Dicker. So, dann kommt man auch hier rein. Na, wie gesagt, ich war jetzt hier Gazi noch fertig. Das war ja gar nicht Jeff, Jeff war der andere. War. Gazi ist ein Drückeberger. Fechtmeister. Das ist kein Fechtmeister. Nichts, was mir mehr allerdings gibt. Oder ich werde jetzt nicht so sauer jetzt hier. Peter! Hallo, Gazi. Psst! Der Film läuft! Mama will zuhören! Ist Mama happy? Ja, Mama. Dann, ja. Sie macht alle Leute happy. Dann nimmt sie die Kampflöser ein. 20 schon. Nachricht. Will sie mal mit zu Lena. Ah ja, okay. Gut. Also, wir haben Gazi gefunden. Wir haben Gazi geholfen. Und soll das mal gewesen sein? Leute. Ah, und dann. Nächstes Mal machen wir dann unseren Weg in den Turm wieder und gucken, was die alle von mir wollen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Sehen wir uns beim nächsten Stream.